So. Leute, wir fangen an mit der Sammelsuche. Und das ist unser erster Punkt. Den müssten wir auch schon haben. Meiner Meinung nach. Ja, den müssten wir auch schon haben. Und zwar hier in den Truck. War der. Ja, und zwar der war. Upsa. Ne, den habe ich noch gar nicht. Moment mal, habe ich jetzt. Was habe ich denn jetzt? Ah, wir machen. Stimmt. Die Notizen. Ja, die Notizen. Die Notizen haben wir noch gar nicht. Okay. Ja, habe mich vertan. Die Notizen haben wir noch nicht. Wir haben noch gar nichts von den Notizen. Von den Liebesbriefen habe ich zwei oder so. Okay. Gut, Leute. Dann war das der erste. Und zwar. Wo haben wir es? Oh, ich mache kurz eine Schnellreise, weil damit ich hier echt Ruhe habe. Also, die erste Notiz. Und zwar, das ist die hier. Ich zeige euch nochmal. Überlebensnotiz. Ja, also von denen habe ich noch keine. Ich habe von den Lebensbriefen zwei gehabt, nicht von den Notizen. Okay, also. Die überlebenden Notizen. Das ist die Nummer 1. Lesen wir gleich. Ich gehe aber ganz kurz zurück. Zeige euch jetzt hier nochmal wo. Hier ist der Unterschlupf, unsere Kirche beim Angeres. Angeres, ja, ich glaube, das heißt so. Am besten kann man sich hier so orientieren und dann ist hier der LKW. Okay. Gut. Ne, von denen habe ich noch gar nichts, muss ich feststellen. Interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So, dann lesen wir das erste Mal. Und zwar Messien. Oh, ich habe keine Ahnung, was auch schon keine Ahnung. Lieber Basse, ich hoffe, du findest diesen Brief. Ich war draußen auf Plünderzug. Da habe ich Messiens gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man aussieht. So fette Vierbeinige. Alle von ihnen haben Kisten getragen. Aber wohin? Die haben schweres Gerät transportiert. Vielleicht Material. Ich frage mich, ob die vielleicht jetzt aufgehört haben und zu jagen und stattdessen Befestigungsanlagen für die Russen bauen. Das wäre ja umwerfend. Ich weiß nämlich nicht, ob ich sie, ob ich, ne, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, auf einen echten Menschen zu schießen, statt auf einen Roboter. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Wenn die was vorbereiten, muss ich das einfach wissen. Eins weiß ich bestimmt. Sie haben nichts Gutes vor. Viel Glück, Janek. Okay, das ist die erste überlebende Notiz. Und wir tun die nächste. Also wie gesagt, von denen hatte ich keine. Ich habe das verwechselt. Ich habe von denen hatte ich schon zwei. Von denen habe ich noch gar keine. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten. So, nächstes Ding. Und zwar, das befindet sich hier. Und zwar bei Breathing Camping. In diesem Lager. Am besten geht ihr dann hier von dem Unterschlupf hier hin. Und dort findet ihr das. Es ist alles Südküstenregion, ja. So, wir haben hier das hier. Und es sollte hier in einem Gebäude sein. Hier drin müsste irgendwo sein. Ja, da haben wir es. Da haben wir es. Ja, haben wir das doch auch nicht. Warum eigentlich nicht? So. Dann lesen wir das. Ich hätte dann doch die Liebesbriefe das erste Mal. Ja, ist jetzt egal. Jetzt machen wir das halt so. So, wertvolle Ladung. Lieber Basse, für den Fall, dass du das hier liest, wollte ich dir sagen, dass ich herausgefunden habe, aber erzähle es auch den anderen, falls ich nicht zurückkomme. Ich weiß, das klingt hart, aber die Zeiten wie in diesen muss man pragmatisch sein. Die Fettmaschinen haben Lasten herumgetragen. Die Großen bewegen sich ganz langsam. Also habe ich ihnen stundenlang zugeschaut und dann hatte ich Glück. Nach einer Weile habe ich gemerkt, dass sie einen Teil ihrer wertvollen Ladung hier aufgestapelt haben. Und wenn man aufpasst und sich nicht erwischen lässt, kann man brauchbare Munition rausholen. Die Sorte Patronen, die Karin mag. Schnapp dir ruhig ein paar Extras. Aber nur so viele, wie du tragen kannst. So eine Verkabelung wie bei denen habe ich noch nie gesehen. Ich bin schon immer gut in geduldigen Beobachtungen gewesen. Bei meiner alten Arbeit war ich war bei der nee, bei meiner alten Arbeit war das nützlich und jetzt ist es nützlich im Kampf gegen die Killerroboter. Ich werde die Maschinen weiter im Auge behalten, um zu sehen, was sie sonst so abladen. Mach dir keine Sorgen um mich. Mir passiert nichts.
Ich habe es ganz allein durch Österwick geschafft, als das, nee, als die Messiens vom Himmel gefallen sind, und das Feuer auf uns eröffnet haben. Beachte mich als deinen ältesten oder als deinen älteren Bruder. Es ist meine Aufgabe, auf dich aufzupassen, nicht umgekehrt. Dein Freund Yannick. Okay, ich glaube, der hat uns ja bei dieser einen Nebenmission wohl diesen Tipp gegeben. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob das stimmt. Mit diesem Konvoi da. Ja. Okay, gut, Leute. Also, hier nochmal von hier rüber und dann kommt ihr hier hin. Und dann sollte das kein Problem hier darstellen. Das seht ihr hier in dem Gebiet. Okay. So, Leute, es geht weiter. Das nächste ist hier. Nicht so einfach dahin zu kommen, da ist richtig alles voll. Und zwar, jetzt kann ich es euch hier zeigen auf der Karte. Und zwar hier, wenn ich jetzt hier den Punkt wegmache, also hier so diese Kreuzung, ihr könnt euch hier so ein bisschen orientieren und hier so ungefähr ist es. Und zwar hier an diesem Pfosten. Ja, da haben wir es. Gehen wir erstmal hier raus und dann lesen wir das, würde ich sagen. Ja, hier können wir es in Ruhe lesen. Hier können wir das in Ruhe lesen. So, da haben wir es. Überlebensnotiz Nummer 3. Was ist die? So, der Ingenieur in mir. 19. Dezember 1989. Lieber Besser, falls du das liest, wenn du diesen Zettel gefunden hast, sag unbedingt den anderen, wo ich bin. Ich glaube nämlich so langsam, ich werde eine Weile nicht nach Hause kommen. Ich bin einer von den großen vierbeinigen Masjetniks, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, keine Ahnung, gefolgt, weil die anscheinend Material für die nächste Invasion zusammentragen. Außerdem kann ich denen ab und zu was Gutes wegklauen. Und da habe ich diese seltsame Stromleitung, da habe ich diese seltsame Stromleitung gefunden. Es gibt Dutzend davon und alle führen nach Süden. Die sehen fast genau wie unsere aus. Deswegen wären sie mir fast nicht aufgefallen. Aber als ich gemerkt habe, dass die Maschinen, die bauen, ist sofort der Ingenieur in mir durchgekommen. Und ich wollte herauskriegen, wozu sie gut sind. Außerdem tun sie wie normale Hochspannungsleitungen und funktionieren können sie auch nicht anders. Das spricht schon mal gegen die Idee von der Invasion aus dem Weltall. Aber wohin geht der Strom? Am liebsten würde ich sie zerstören als Sabotage, aber ich will ihnen nicht verraten, wo ich bin, um sie nicht versehentlich zu euch zu locken. Also, ich werde der Spur einfach mal folgen. Irgendwohin muss sie ja führen, wie immer. Pass auf dich auf. Okay, dein Freund Yannick. Also der verfolgt die da die ganze Zeit. Ja, das war, glaube ich, der, wo uns diesen Tipp mit dem Konvoi auch gegeben hat. Bin ich mir jetzt relativ sicher. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Wir sehen uns bei der nächsten. Und wie gesagt, hier in diesem Gebiet, so ist es so halt hier so. Alles Südküstenregion, ja. So, Leute, nächster Punkt. Da haben wir schon. Und zwar, das befindet sich. Hier den Wegpunkt wieder weg. Das befindet sich so hier auf so einem Hügel. Und da ist halt, ja, er ist auch hier. Vier Wände und ein Dach. Und zwar, da ist da oben halt so ein Aussichtspunkt und da ist halt noch so, ja, so, ja, so eine Jagd, so ein Jäger-Aussichtspunkt. Und hier ist halt noch so ein Ding und da hat man hier so einen Überblick über das Gebiet hier und zwar über die Stadt hier hinten schon mal als, ne, oder kleiner Ort, wie auch immer. So, und wir legen uns mal hin. Lasst ihr mal ein bisschen sich da laufen. Der stört uns ja nicht. Und wir lesen die nächste Notiz. Und das ist die hier. So, vier Wände und ein Dach. Lieber Besse, ich glaube, du wirst diesen Zettel gar nicht lesen. Tatsächlich hoffe ich das sogar. Denn inzwischen sind wir mittendrin im feindlichen Territorium. Wir sind immer im feindlichen Territorium. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, allmählich fange ich diese Notizen bloß noch aus Gewohnheit an. Man hat mir immer schon gesagt, ich wäre viel zu höflich. Kalle sagt immerhin, dass er das gut findet. Martha hat es auch immer gefallen. Sie hat gesagt, ich wäre ein positiver Einfluss auf ihren Sohn. Wenn alle Stricke reißen, können Manieren uns wenigstens daran erinnern, was man unter einer Zivilisation versteht.
oder so ähnlich. Ich wurde einfach gut erzogen, glaube ich. Die Martiensen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, bauen Befestigungsanlagen. Sie sehen fast wie die Befehlslager aus, die die schwedische Armee alle paar Tage aufgebaut hat, als die Invasion losging. Vielleicht hat Freddy wirklich recht und die Russen kommen, um uns für immer auszulöschen. Ich glaube, Onkel Kalle denkt, dass Außerirdische dahinter stecken oder unsere eigene Regierung. Und wenn er richtig, loslegt, dann sind es für ihn immer Außerirdische, die die Regierung geschaffen hat. Der gute alte Onkel Kalle, nachdem ich gesehen habe, was für Zerstörung die Maschinen anrichten können, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Eins weiß ich aber ganz genau, die Maschinen sind unsere Feinde. Aber wozu brauchen Maschinen 4 Wände und ein Dach? Das brauchen sie nicht. Es muss dort irgendwas drin sein, das sie beschützen. Was könnte das sein? Russische Soldaten? Eine neue Waffe? Egal was es ist, die nutzen menschliche Taktik, um uns fernzuhalten. Vielleicht haben sie Angst vor uns. Dein Freund Yannick. Okay, also, hier ist es. Und hier könnt ihr es nochmal sehen. Also wenn ihr... Hier hat man so den Ausblick. Ist eigentlich, könnte man es hier ganz gut sehen. Da ist unser Freund, der wurde rumtollt und sich einen abhängert. Und wir sehen uns beim nächsten. So, kommen wir zum nächsten, Leute. Moment. So, jetzt. Und zwar, das müsste hier die Koordinaten sein. Also, das ist hier bei dem Nachebo-Gehöft. Am besten kommt ihr da von dem Unterschlupf hier hin. Und dann müsste das hier in irgendeinem Ding drin sein. Mal gucken. Das ist nicht. Da haben wir es. Wunderbar. Ja. Wie gesagt, ich koordiniere, tue mich auch nur nach Koordinaten orientieren. Deswegen muss ich da auch erstmal übergucken. So, die Hälfte haben wir. Das ist die Notiz. So, nützliche Information, 23. Dezember 1989. Lieber Basse, als ich den Maschinen nachgeschlichen bin, um mehr rauszukriegen, habe ich eine Art Brennofen entdeckt, den sie gebaut haben. Ein scheußliches Ding, groß wie der Teufel und doppelt so hässlich. Die Maschinen gehen oft dorthin und opfern ihm Äste oder Bäume, Brennstoff, sowas eben. Das passt allerdings nicht ganz zu meinen früheren Notizen. Ich dachte, die Maschinen wären Solar- oder sogar Windbetrieben. Ich weiß, dass sich das nach Science Fiction anhört, aber naja, das tut es ja eh alles. Ich muss meine alten Notizen überarbeiten. Nochmal zurück ans Reißbrett. Also, die Maschinen verwenden Holz oder Kohle, um die Generatoren zu betreiben. Vielleicht haben sie uns technisch gar nicht so viel voraus. Das sind gute Nachrichten, würde ich sagen. Mit den Generatoren betreiben sie ihre anderen Anlagen. Vielleicht auch sich selbst. Liege ich damit richtig? Ach, ich weiß einfach noch nicht genau, wie die Maschinen funktionieren. Wenn ich mal einem unversehrt in die Finger kriegen und sie auseinandernehmen könnte, jemand Schlaueres als ich hätte inzwischen bestimmt eine Lösung gefunden. Trotzdem sind das alles nützliche Informationen. Ich muss sie zu den anderen bringen. Dann können wir uns einen Plan einfallen lassen. Kalle ist zwar verrückt, aber ein schlauer Fuchs. Vielleicht weiß er, was zu tun ist. Es ist immer besser, Bescheid zu wissen, als nichts zu wissen. Und besser vorbereitet zu sein, als noch auch mal überrascht zu werden. Dein Freund, Yannick. So, Leute, das ist hier. In dem Gebiet am besten, wenn ihr hier diesen Unterschlupf habt, von hier. Oder wenn ihr hier den Unterschlupf habt, könnt ihr auch von hier gehen. Also, ist eigentlich egal. Von hier ist es vielleicht sogar kürzer. Ja, aber... Könnt ihr ja selber entscheiden. Gut, wir sehen uns beim nächsten. So, Leute, wir kommen zum nächsten. Und zwar, das befindet sich... Moment. Das befindet sich hier auf dieser kleinen Insel, also bei Silverwick. Ihr könnt das von hier aus sehen. Ja, könnt ihr hier vom Unterschlupf hingehen. Dann kommt ihr hier hin. Und dann müsste das jetzt hier irgendwo sein. Ich tippe mal drin, oder? Ne, hier ist nichts. Fernglas kann man mitnehmen. Doch, hier geht's rein.
So, hier sollte der irgendwo. Ah, da ist er. Okay. So. Dann. Das der hier. So, Rauch am Horizont, 24. Dezember 1989. Liebe Martha. Ups, da habe ich mich verkriegt. So, nochmal. So, liebe Martha, ich muss immer an unseren ersten Sommer in Schweden denken. Wir waren immer noch dabei, die Sprache zu lernen und haben uns ständig Briefchen und Briefchen auf Schwedisch geschrieben. Wir sind mit einem Wörterbuch und einer Grammatik am Tisch. Aus einer Grammatik am Tisch gesessen und haben uns gegenseitig die Aufgaben korrigiert. Also, du warst schon immer besser in solchen Sachen. Ich war immer ein besserer Handwerker. Deswegen habe ich mir wohl auch einen Job auf dem Bau gesucht, während du studiert hast. Als ich den Maschinen nachgeschlichen bin, habe ich etwas gesehen und plötzlich hatte ich eine unglaubliche Angst in der Magengrube. Die Art von Angst, die einen sogar dazu bringt, Briefe an eine verschwundene Schwester zu schreiben. Die Art von Traurigkeit, bei der man am liebsten nur still da sitzen und warten will, bis einem Blätter und Schnee ganz verdecken. So. Rauch steigt am Horizont auf, von dort, wo mein Heimatlager ist. Ich will gar nicht wissen, was es bedeutet, dass ich die lodernde Glut in tiefster Nacht bis hierher sehen kann. Zuerst habe ich es gar nicht richtig begriffen. Ich habe nur einen dumpfen Knall in der Ferne gehört. Als ich auf den Baum geklettert bin, um nachzuschauen, war in der Ferne eine dünne Rauchsäule zu sehen. So dünn, als ob ich sie mit meinem Bleistift am Himmel gemalt hätte. Aber der Rauch kommt aus dem Lager, wo alle meine Freunde sind. Ich weiß, dass er von dort kommt. Innen drin weiß ich es und würde am liebsten kotzen. Es raucht immer noch, während ich das hier schreibe. Messer ist im Rauch aufgegangen. Am liebsten wäre ich schnurstracks auf den Rauch zugerannt, obwohl man zu Fuß bis dorthin mehrere Tage braucht. Und obwohl ich nicht sicher weiß, dass mein Heimatlager in Gefahr ist. Ich hätte nicht so weit weggehen sollen. Ich sollte jetzt dort bei meinen Leuten sein. Ich habe Kenneth doch versprochen, ihr nächstes Wochenende mit dem neuen Schutzwall zu helfen. Aber stattdessen habe ich Detektiv gespielt und bin diesen blöden Kabeln gefolgt, die die Maschinen gebaut haben. Bescheuert, ich bin so bescheuert. Meine Freunde sind in Gefahr, verletzt oder Schlimmeres. Die einzigen Menschen, die ich seit dem Anfang der ganzen Katastrophe gesehen habe. Ich weiß nicht mal, ob sie noch am Leben sind. Vielleicht bist du auch schon tot, Martha. Ich habe überall nach dir gesucht und ich finde dich nirgends. Es ist so einsam hier draußen. Ich wäre jetzt so gerne bei dir und den Kindern. Mir fehlen meine Nichten und mein Neffe. Bitte verzeih mir, oh Mona. Miseka, ich habe so eine Angst. Immer der deine, Janek. Okay, er opfert ziemlich viel, ne? Aber er folgt halt den Dingern. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten. So, ich war jetzt die ganze Zeit an Suche. Wir machen jetzt das, was wir finden, weil das da ist jetzt echt langsam nervig mit diesen Papieren. Jetzt muss ich gucken, was ich da gefunden habe. Ey, weil das ist ja abartig, was da gerade abgeht wieder. Notizen. Abriss. Das habe ich übersehen. Ja, gut, okay. Also, Abriss findet ihr hier. Geht halt jetzt hier nicht in der Reihenfolge, weil das da ist irgendwie komisch gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe eben was geguckt, die Nummer 6. Da schreibt wirklich jeder andere Koordinaten hin. Der eine schreibt dahin, der andere da. Also hier ist gar nichts. Also ich weiß, dass wir Spezies da das gemacht haben. Muss ich mal nachfragen genau und dass die mir erstmal. Davon brauche ich einen Screenshot, wo das hier sein soll. Also hier ist gar nichts. Okay. Also hier ist der Abriss. Das ist dann die Nummer 8, wie es aussieht. Vielleicht ist dann das woanders dahingesetzt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben sie es auch rausgenommen, das wäre auch krass, aber dann wäre hier alles absurdum, muss man ganz klar sagen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten. So, nächste Ding ist, ich lese es nachher vor, wenn ich es ganz habe. Und zwar geht ihr hier vom Elfhaus und dann geht ihr hier zu diesem Bauernhof bei Heimbecken und da ist hier so ein Parading und da könnt ihr das dann holen. Ja.
Und zwar, das müsste dann jetzt... Vielleicht ist das hier auch komplett alles durcheinander gewirbelt. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt hier das. Und zwar ein neues Jahrzehnt, die Nummer 9. Ja. So, ich mache kurz eine Schnellreise, weil ich habe keinen Bock, dass mir hier jemand auf den Sack geht. Ja, also hier stimmt irgendwas nicht. Ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, das nächste ist hier. Und zwar hier unten in diesem Gebiet hier. Dann kommt ihr hier an so ein Haus. Ich zeig's euch gleich. So, dann sind wir nämlich... Moment. Machen wir das hier weg. Ja, also hier so in dem Gebiet. Ihr seht ja, hier ist das Haus. Ist alles Südküstenregion. So, und da haben wir die Notiz. So, und die andere... Ja, ich muss jetzt gucken. Ich weiß nicht, wie ich die... Weil da stimmen... Ich habe 10.000 Koordinaten und keine einzige stimmt. Das ist ein Riesenproblem. Okay, wie gesagt, ich gucke und dann lesen wir das dann durch, wenn ich das dann alles habe. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich jetzt alles auch habe. Ja, ich habe 90%. Aber mir fehlt die hier. Mal gucken, wie ich sie finde. So, Leute, also, ich muss das hier leider jetzt abbrechen. Es geht nicht, denn die Nummer 7 ist hier absolut nicht zu finden. Die existiert nicht. Die Nummer 7 sollte... hier existieren. So, hier sollte ein Phoenix Außenposten sein, was hier absolut nicht ist. Das heißt, dieses siebte Ding sollte dann hier so liegen, auf diesen Stein. Ja, und eigentlich sollte hier noch ein Gegner liegen. Ich habe da jetzt echt alles durchsucht. Also hier sollte noch so ein Gegner liegen, wo ein kleiner Hund, ja genau, ein Hund war das. Liegt hier aber auch nicht. Das heißt, die Entwickler haben hier alles durcheinander gewirbelt. Das heißt, die haben das siebte Ding wohl rausgelöscht aus Versehen. Aber es existiert nicht mehr. Es gibt es nicht mehr. Also, was ich jetzt sehe. Wenn sie es woanders denn gemacht haben, ja, dann kann es überall sein, weil du kriegst keinen Hinweis, du kriegst gar nichts. Ja, also übersetzt gesagt, du kannst eigentlich den Scheiß da abbrechen. Weil, warum soll ich jetzt den anderen Kram noch suchen, wenn ich das hier nicht finde? Nee, also da habe ich auch jetzt auch nicht die Motivation dazu, sage ich ganz klar. Um das jetzt auch zu finden. Um die anderen Sachen zu suchen. Da fehlt mir jetzt einfach die Motivation, weil wenn ich allein sowas nicht finde... Nee. Sollte ich es vielleicht doch finden oder... Also im Netz findet man auch nichts, man findet nur den alten Standort. Denn den Phoenix... Punkt gibt's hier nicht. Da hinten gibt's halt diese, das hier halt, da haben sie diesen Kontrollpunkt gemacht, aber da ist halt auch nichts. Da, laut dem Ding ist es halt hier. Es ist exakt genau hier. Ja, hier ist es hier, zu diesen Baumkronen, das sieht man hier. Aber hier ist es halt auch komplett verändert, halt hier sind auch Bäume, wo nicht da sein sollte. Und da oben ist ein kleiner Außenposten von Phoenix, hier oben. Der ist hier oben auf dem Hügel. Ist aber nicht. Stattdessen ist halt da hinten ein Phoenix Basis. Die wo eigentlich auch da nichts zu suchen hat. Ja, also dann haben die irgendwie ein Update gemacht und haben komplett alles hier durcheinander gewirbelt. Denn hier ist nichts, Leute. Ne, Leute, da mache ich auch jetzt erstmal mit den Sammelgegenständen auch nicht weiter. Da habe ich auch keinen Bock. Dann beende ich auch hier das Projekt erst einmal, weil das bringt mir nichts. Ne, da fehlt mir halt auch einfach die Motivation zu sagen, okay, dann mache ich jetzt weiter oder so. Wenn die das halt selber nicht auf die Reihe kriegen, das Spiel, muss man leider sagen, nee. Gut, das war's dann. Bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Leute! So, wir haben ja hier diese Nummer 7. Ich bin die ganze Zeit, und das wurde hier auch immer wieder angezeigt, ist hier. Das war das alte Ding. Jetzt haben die das hier nach oben verschafft. Und anscheinend, das sieht echt alles so gleich aus, ne? Das ist so der Wahnsinn. Jemand, ich musste wirklich nachgucken, ich musste auch nachfragen, jemand auf Steam hat, ja, auf Steam hat mir da jetzt, gesagt, wo das Ding jetzt ist. Und wir kriegen sogar hier einen Hammer. Na, können wir gerade kurz gucken. Na, okay. Ist jetzt nichts Wertbewegendes. So, jetzt habe ich dieses Ding. Also, das hat mir echt den Wahnsinn geraubt. Weil es wurde
immer hier gesagt, und ich habe auch die Koordinaten geguckt, die wurden immer hier unten gesagt. Und dann wurde auch hier das angezeigt. Aber das Ding ist hier. Das Ding ist einfach hier. Also die ganzen Koordinaten da und dann die Stimmen hinten und vorne nicht. Die wurde angezeigt werden. Und zwar, es ist jetzt wirklich hier die Position. Und zwar, die ist 3679. Und ich war die ganze Zeit hier unten halt auch. Und hier war es halt auch. Hier wurde die ganze Zeit gesagt, hier in diesem Raum. Und hier auch. Hier sieht man es 3679. Aber es ist wirklich hier diese Position. Ich habe halt hier oben auch schon das gesehen, aber alles hat gesagt, das muss hier sein. Ich habe jetzt hier wieder alles offscreen abgesucht, wie verrückt, nichts gefunden. Und dann habe ich halt echt in Steam Forum mal jetzt nachgefragt, ob das da oben halt auch... Und dann wurde mir hier das bestätigt, ja, hier ist auch so diese Position. Und diese Position ist es. Also, wenn ihr das sucht, es ist diese Position hier, nicht diese hier. Also, ja, also komplett... Falsche Koordinaten, auch wo du halt auch online gestellt kriegst, halt auch. Auf den offiziellen Forum von, in den Foren, alle haben das geschrieben, haben sogar da Bilder hingezeigt und haben halt immer noch darauf gezeigt, halt auch, dass man sich daran orientieren soll. Ja, was ich auch gemacht habe, aber nee, das ist es nicht. Meine Fresse, jetzt haben wir den Rotz endlich durch. So, wir haben 7 Stück. Ich schneide euch das dann jetzt so zusammen, weil... So, die anderen habe ich euch ja schon gezeigt. Dann würde ich sagen, lesen wir uns jetzt dieses ganze Ding erstmal in Ruhe durch. Alles würde ich sagen. So, fangen wir an mit Mannmutjagd. 27. bis 28. Dezember 1989. Lieber Bales, falls du noch am Leben bist. Liebe Martha, falls du das nicht bist. Für wen schreibe ich diesen Zettel eigentlich? An den Finder dieser Zeilen nehmen wir das. Keine Ahnung, welchen Tag wir haben. Ich glaube, seit der letzten Notiz habe ich 3-mal irgendwo gelagert. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Also bin ich weiter den Stromleitungen gefolgt, denen sie nach Süden führen. Das war womöglich nicht die beste Idee. Aber immer noch besser, als herumzusitzen und sich die Fingernägel abzukauen. Leider waren die Maschinen auf der Suche nach noch mehr Überlebenden, die sie einsacken können. Weiß der Himmel, was sie mit den Leuten machen, die sie mitnehmen. Sogar aus dieser Entfernung kann ich den Rauch immer noch sehen. Wenn Kalle und die anderen dort wären, hätten sie das Feuer inzwischen gelöscht. Bin ich ganz allein? Schreibe ich diese Briefe an niemanden? Auf jeden Fall haben sie mich erwischt, als ich ihre Befestigungsanlage zu nahe gekommen bin und einen Alarm ausgelöst habe. Die Messinchi, ich weiß nicht, was aus ist, keine Ahnung, haben mich den ganzen Weg in Hügel hinuntergejagt. Ich hatte sie schon alle abgeschüttet, bis auf eine, als ich gestürzt bin und mir den Fuß verstaucht habe. Ich bin so ein Tölpel. Ich war fest entschlossen, nicht auf so eine Art drauf zu gehen. Aber ich wollte auch nicht mit Gewehrfeuer auf mich aufmerksam machen. Also habe ich das Vieh in der Nähe von einem kleinen Versteck gelockt, habe gewartet, bis es vorbeigerannt ist und mich dann mit Karacho darauf gestürzt. Ich habe es in Grund und Boden geschossen. Gedroschen. So. Seit dem ersten Tag, an dem die Maschinen auf meiner Baustelle aufgetaucht sind, habe ich immer meinen Vorschlagshammer dabei, den wir jetzt gerade auch mitgenommen haben. Der braucht einen Haufen Platz, aber es gibt nichts Besseres als ein Massianer, ich weiß nicht, ob die das so aussprechen, wie eine Blechdose kurz und klein zu schlagen. Danach bin ich weggehumpelt, um meine Wunden zu lecken. Am Ende bin ich doch Sieger geblieben. Obwohl ich beim Schreiben immer noch zitterte. Ich darf nicht einmal daran denken, sonst zittere ich noch mehr. Seit wann ist es denn normal geworden, Killermaschinen zu zerschmettern? Das muss so eine Art Poesie sein. Ich fühle mich, als ob ich ein Mammut gejagt hätte. Als ob ich das Feuer erfunden hätte. Ich bin am Leben, ich bin am Leben und ich bin so... Ich bin so high von den Schmerzmitteln, verdammt, tut mir die Knöchel weh. Ich glaube, ich sollte jetzt mit dem Schreiben aufhören. Gute Nacht, Yannick. Okay, gehen wir aufs Nächste. So, das ist der Abriss und das war in dem Ort da bei, ich glaube, das war hier noch gewesen, ne? Ich glaube bei Fischbach, oder?
Ja, genau, bei Fischbeck, da, wo dieser Ort, glaube ich, war. Ich bin mir nicht 100% jetzt mehr sicher. Denn ich war die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt, den Kram hier zu finden. Finden und, Wahnsinn. Abriss. Liebe unbekannte Leber, frohes Neues. Ja, die Stadt ist so ruhig, geradezu friedlich. Erinnert mich an einen Winter damals mit meiner Schwester Martha. Als der Schneesturm kam, alle Leute haben uns gesagt, wir sollten drinnen bleiben. Aber wir waren so verrückt, spazieren zu gehen. Sobald es ein bisschen aufgeklärt hatte. Der Schnee hatte alle Geräusche geschluckt, bis wir das Gefühl hatten, die letzten Menschen auf der Erde zu sein. Jetzt fühlt es sich so an, als ob ich das Le ob es fühlt sich so an, als ob ich der letzte Mensch bin, der noch am Leben ist. So einsam. Ich sehe immer noch den Rauch von meinem alten Lager in der Ferne. Freddy und Bessie, also und Kalle und ja, die Ärmsten. Ich hoffe wirklich, dass sie in Ordnung sind. Aber ich bin schon seit Nee, aber ich bin schon so weit gekommen mit meiner Suche nach Informationen über die Maschinen. Wenn ich jetzt keine Antworten finde, was mache ich dann überhaupt hier? Wozu war es dann gut? Ich habe zwei große Krater im Boden gefunden, wo vorher ein Gebäude war. Und dieses ganze menschengemachte Bauwerk ist zu schwarzer Asche zerfallen. Hat vermutlich nur 2 Sekunden gedauert. In meinem alten Job haben wir manchmal Gebäude abgerissen, aber sowas, das nie. Für den Moment bin ich in Sicherheit, jedenfalls genug, um meine Parteien zu hinterlassen. Für den Fall, dass sie jemand ließ. Die Kabel, die nach Süden führen, müssten wichtig sein. Ich werde herausfinden, wozu sie gut sind. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wenn du kannst, folge den Kabeln nach Süden, wo sie enden, müsstest du mich auch treffen. Ich will einfach nicht glauben, dass ich der letzte Mensch auf Erden bin. Wir müssen überleben, das darf nicht das Ende sein. Spätere Generationen sollen wissen, dass ich einmal existiert habe. Existiere weiter. Dein Freund Yannick. Okay, einen Moment. So, nächste Notiz. Ein neues Jahrzehnt. Es ist entweder Ende Dezember 1989 oder Anfang Januar 1990. Die ersten Wochen eines neuen Jahrzehnts. Ich mache mir detaillierte Notizen zu den Maschinen schon seit dem Tag, an dem sie zuerst gelandet sind. Okay. Diese Maschinen, ich habe keine Ahnung, also diese Maschinen, sage ich einmal, diese Maschinen haben sich angefühlt wie ein Donnerschlag und zuerst dachte ich auch, dass es ein Gewitter wäre. Das Grollen im Boden, dann das Gewehrfeuer. Man hat mich schon immer damit aufgezogen, dass ich zu ehrgeizig und zu neugierig wäre, dass ich immer Fragen stelle. Auf alles Antworten haben will. Ich hoffe, du bist ein bisschen wie ich. Du unbekannter oder unbekannte Leser oder Leserin. Ich hoffe, dass auch du von Neugier brennst und meine Notizen dir helfen, ein wenig mehr Licht ins Dunkeln zu bringen. Wenn diese Notizen irgendjemandem helfen, dann waren sie es wert. Die Maschinen haben einen gigantischen Brennofen, Kern, Schrein in der Nähe der Stadt gebaut. Ich habe schon länger versucht, eine Zeichnung davon zu machen. Aber ich bekomme es einfach nicht hin. Das Ding leuchtet blau und brummt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich humple jetzt schon seit Tagen dahin. Immer den Kabel nach, den ganzen Weg nach Süden bis hierher. Was ist das für ein Ding? Was ist diese Maschine? Eine Bombe? Ein Signalträger? Eine Art Ausgangsbasis? Ein zentrales Dock, an dem die Maschinen sich aufladen oder Informationen austauschen können? Was es auch ist. Sie beschützen es mit einer Hingabe, die schon an Verehrung reicht. Alle Wege führen hierher, aber die endgültige Antwort bekomme ich irgendwie nie zu fassen. Ich werde weiter beobachten, zusehen und mir Notizen machen. Darin wie schon immer am besten. Dein Freund Yannick. Also das ist krass. Also das ist der Yannick, der verfolgt die ganze Zeit diese Maschinen. Ja, ich finde es gut, dass wir jetzt endlich diese Geschichte da auch zu Ende kriegen. So, dann. Liebe Leser, Überlebende und Freundinnen, Freundinnen. Okay. Ich kann nur vermuten, dass wer immer das hier liest, ein Mensch ist. Falls ja, dann sind wir Verbündete. Wenn du diese Notiz oder irgendeine der anderen gefunden hast, die ich hinterlassen habe, dann möchte ich dir sagen, dass das hier die letzte sein wird. Ich habe kein Schreibpapier mehr. Ein bisschen muss ich noch für meine eigenen Forschungsnotizen aufheben, bevor das alles
Hier passiert es. Waren Kabel, mein Beruf, Elektrizität, solche Sachen eben. Ich habe mich fast für einen Ingenieur gehalten. Wegen der Kabel, weißt du? Wir waren draußen auf einer neuen Baustelle im Norden, als die ersten Evakuierungsbefehle kamen. Die haben uns auf unsere abgelegene Baustelle nie erreicht. Und als die Maschinen kamen, haben sie uns total überrascht. Ich habe versucht, meine Schwester und ihre Familien in Östervik zu finden, aber es war alles verlassen. Danach habe ich mich mit ein paar Überlebenden in die Schrägergärten zusammengefunden, weil wir dachten, dort wären wir dort wäre die Verteidigung einfacher. Im Laufe der letzten Tage habe ich versucht herauszufinden, was die Maschinen als nächstes vorhaben. Das mag ein furchtbares Unterfangen sein, aber es hat mich bis hierher geführt. Ich bin erschöpft und meine Knöchel sind so geschwollen, dass er schon wie eine verdammte Grapefruit aussieht. Kann sein, dass es für mich zu Fuß nicht weitergeht. Ich werde mal probieren, ob eins der alten Boote noch seetüchtig ist. Aber sogar wenn nicht, ich werde es um jeden Preis zurück nach Meskher schaffen und nachsehen, was von dem alten Lager noch übrig ist, wenn die anderen noch am Leben sind. Und müssen sie erfahren, was ich hier gefunden habe. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dich dort auch zu finden. Liebe Leser, Leserin, gib die Hoffnung nicht auf. Eines Tages werden wir unsere Familien und Freunden vereint sein. Eines Tages werden wir wieder in Sicherheit sein und die Angst wird weit hinter uns liegen. Menschen sind sehr gut im Überleben. Darin waren wir schon immer am besten. Bleib am Leben, dein treuer Freund Yannick. Ja, das war die Überlebensnotiz. Ich fand sie sehr gut. Bis auf diesen Wahnsinn hier, also es war die ganze Zeit hier unten, das glaube ich auch, weil ich habe auch das Bild gesehen und das war auch hier unten und ich habe auch Flüge auf jemanden gesehen, der wo hier unten noch ganz klar auch war und genau dieses Bild auch gezeigt hatte. Ich habe dieses Bild schon mal gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob das hier wirklich stimmen kann, weil das war sehr komisch. Aber die haben, Moment, den Weg können wir entfernen, ja, aber die haben wohl durch ein Update, ich weiß nicht wann und wie das war, haben die den Standort irgendwie geändert. Denn vorher war es hier und da hat man ja auch gesehen, wenn man das Bild gesehen hat, dass das auch exakt so ähnlich war. Also dieses Bild hier, also ich weiß, was die da gemacht haben halt auch so, vielleicht weil sie hier diese Bar, diesen Armeestützpunkt da gesetzt haben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr verwirrend. Also alles hat ja hier hingezeigt. Das hat man auch gesehen mit Standorten und zack. Und jemand auf Steam hat mir jetzt dann hier nochmal das Bild gezeigt, wo ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Schon wieder das. Und plötzlich sehe ich aber nicht nur dieses Bild, sondern sehe ich hier einen ganz anderen Standort. Halt auch. Und zwar, der ist hier. Ja, also wenn ihr dann hier in dieser Gegend und hier werdet ihr es dann finden halt auch. Ich hoffe, ich konnte da einigen halt auch helfen, weil es ist echt Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Also, wir wissen, da drauf kommen. Die Koordinaten. Die haben einfach hier die Koordinaten. 3, 6. Das haben die halt so. Und haben sie dann einfach hier. Man sieht hier beispielsweise 3, 6. Wenn man das hier sieht, dann haben sie hier 3, 6, 7, 6 dahingeschrieben. Und hier haben sie halt 3, 6, 7, 6 ebenfalls hier hingeschrieben halt auch. Auch. Also es ist Wahnsinn, du musst halt echt aufpassen halt auch. Und das Problem ist, dann gab es hier hinten nochmal die Zahlen, die waren hier auch anders da. Aber das Problem ist, die ganzen Screenshots haben hier das angezeigt. Und deswegen habe ich auch hier alles abgesucht, aber habe hier nichts gefunden. Da oben habe ich halt schon gesehen, dass das auch so ist, aber die Screenshots haben alle hier unten gezeigt. Also war ich mir sicher, dass das hier oben nicht sein konnte. Bis der eine mir auf Steam dann gezeigt hat, hey, hier ist es. Guck mal hier. Ja, und hier ist es. Also, ja. Es ist Wahnsinn, ne? Also es ist einfach der helle Wahnsinn, wie man da drauf kommen soll. Ja. Also das kannst du einfach nicht erklären. Du kannst es nicht erklären. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es jetzt gefunden habe. Somit können wir dann als nächstes das hier weitermachen. Ja. Das hat mich jetzt wirklich richtig Nerven gekostet. Anscheinend haben die das durch ein neues Update, haben die wohl anscheinend diesen Standort geändert. Anders ist es nicht zu erklären, weil es war vorher hier unten. Das zeigen ja auch viele Screenshots und alles.
Aber die haben das wohl eigentlich hier wohl hochverlegt. Halt auch. Ich weiß echt. Naja, okay. Aber wir haben's. Also man muss euch manchmal vielleicht auch hinten auf die Zahlen achten halt auch und dann vielleicht doch mal ein bisschen skeptisch sein und da gucken. Aber wie gesagt, alle Screenshots und alle Wegpunkte haben es hier hingezeigt. Deswegen bin ich halt nicht auf die Idee gekommen, da oben mal zu gucken. Bin ich halt einfach nicht, muss ich halt einfach sagen. Aber ich hoffe, ich konnte dann euch dann helfen, dass ihr das jetzt findet. Und ich würde sagen, Leute, dann war's das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann machen wir diese Liebesbriefe und hoffe, dass da die Koordinaten dann stimmen. Diesmal werde ich aber da ein bisschen besser wohl auch aufpassen. Bis dann.